Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal, wie man über einem Arduino eine Beleuchtung aufbaut. Mich hatte ein Kumpel danach gefragt, dann lass uns mal starten. Als erstes gehen wir mal auf Google und suchen nach Arduino IDE. Das ist direkt oben die erste Suchanfrage. Dann scrollt ihr ein bisschen runter und sucht euch das Betriebssystem von euch aus. Bei mir ist es Windows. Und schon könnt ihr es installieren. Als erstes sagen wir eben, auf welchem PWM-Pin er das Signal vom Empfänger auslesen soll. Das PWM1 auf Pin 5 und so weiter und so fort. Dann der nächste Schritt ist, ihm zu sagen, welche Ausgänge die LED-Ausgänge sind. Damit wir das später auch anklemmen können und das Board auch weiß, wie, wo, was dann geschaltet werden soll. Jetzt geht es weiter mit dem Void-Setup. Da werden wir jetzt im Board sagen, dass er die einzelnen PWM-Pins als Input nutzen soll und wie er die verarbeiten soll und wie die Pins dann auch später heißen, damit wir die auch in unserem Skript weiter beschreiben können. Genau das gleiche müssen wir nun auch mit den LEDs machen. Das heißt halt Pin-Mod, LED1 ist gleich Output und so weiter. Das heißt nur, dass er dann auch weiß, welche LED an welchem Pin sitzt und dass wir die einzelnen Pins später mit LED1, LED2 auch benennen können. Nun geht es weiter mit dem Void Loop, mit den Wiederholungen. Das heißt, if PWM2 ist größer als 1450, das heißt, wenn das Signal vom Empfänger höher ist als 1450, was meine GT310 nun ausliest, schaltet er das Licht an, was ich ihm sage mit Analog Write LED 1 bis 5 in 255, was heißt volle Lichtstärke. Würde ich jetzt 150 eintippen, wäre er wesentlich schwächer und bei Analog Write LED X ist gleich 0, dann wäre die LED halt aus. Es ist halt quasi immer der gleiche Effekt, je nachdem wie hoch die Zahl ist, umso heller leuchtet die LED dann im Endeffekt. Bei den Blinkern ist das ein bisschen anders, da muss man gucken, wie der Wert sich verhält, wenn das Lenkrad oder der Lenkknüppel in Nullstellung ist, wie weit bewegt er sich nach links, wie verändert sich der Wert, wie verändert er sich nach rechts, das muss man dann da eintragen. Von der Mittelstellung muss man immer zu dem höheren Wert, wo man hin möchte, immer ein bisschen was abziehen, damit das auch nicht im Stand leuchtet, sondern immer erst, wenn man das Lenkrad ein bisschen bewegt hat. Das ist ein bisschen Fummeleinstellung, aber das kriegt man alles wohl hin. Ist alles überhaupt kein Problem. Jetzt bei dem Rundumlicht ist das noch wieder ein bisschen was anderes. Es ist auch wieder so, dieses if PWM3 ist 1700 zum Beispiel, dass dann das Licht angeht. Und wenn man dann möchte, dass das Licht nicht sofort ausgeht, sondern ein bisschen gedimmt ist oder ein bisschen länger an ist und dann ausgeht, dann schreibt man Delay. Das ist immer in Millisekunden gerechnet, also Delay 150 ist schon relativ schnell, 50 ist natürlich schneller. Und so in diesem Sketch, wie ich das jetzt hier stehen habe, ist das ein ungleichmäßiges Blinken, was ist eigentlich relativ interessant und authentisch macht. So, nun kommen wir zu der Serial Print Geschichte. Das sagt dem Board einfach nur, dass er in dem Serial Monitor uns anzeigt, welcher PWM Channel, also Channel 1, 2 oder 3, mit welchen Werten ausgestückt ist, damit man dann an der Fernsteuerung drehen und machen kann. Da sieht man dann genau, welcher Wert wohin kommt. Das ist dann auch soweit erstmal der letzte Schritt vorm Hochladen. Jetzt wird der Sketch kompiliert, da kannst du dann sehen, ob da noch Fehler sind, das wird einmal komplett überprüft. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr das einmal abspeichern. Ich nenne das Licht Christian, weil Christian, ein guter Freund von mir, das gerne haben wollte. Ja, und wie man sieht, hat sich da auch ein Fehler eingeschlichen. Der wird eben schnell behoben und fertig ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr mit der Theorie genervt. Ich werde mich beeilen, dass möglichst schnell das Praxisvideo dazu kommt, wie das alles angeklemmt wird. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen oben da. Bis denn dann.